Lesen Sie in der Juli-Ausgabe der Deutschen Stimme. Alles Wissenswerte zum BAMF-Skandal. Macht die Asylbetrugsfabrik dicht. Beendet die systematische Sabotage geltenden Rechts, meint DS-Autor Arne Schimmer. Warum geht es nicht voran bei der Bekämpfung der überwiegend illegalen Masseneinwanderung? Ein Grund könnte sein, dass es eine Menge Profiteure in dieser Asylindustrie gibt. Moritz Altmann berichtet über Kölner CDU-Politiker, die sich durch das Geschäft mit dem Asylschwindel eine goldene Nase verdienen. Dass es auch anders gehen kann, zeigt gerade Italien, wo die neue Regierung unter Beteiligung des Innenministers Salvini von der rechten Lega einen migrationspolitischen Kurswechsel eingeleitet hat. Welche Folgen die etablierte Einwanderungspolitik für die sozialen Sicherungssysteme zeitigt, kann man daran ablesen, dass mittlerweile mehr als die Hälfte der Hartz-IV-Empfänger ausländischer Herkunft sind. DS-Autor Michael Sievers liefert dazu Zahlen und Fakten. Die Masseneinwanderung, die nicht erst seit der sogenannten Flüchtlingswelle des Jahres 2015 auf der politischen Agenda der Etablierten steht, darf aber nicht nur unter ökonomischen Aspekten betrachtet werden. Vielmehr muss es um die Gefahren dieser Politik für die Bewahrung unserer nationalen Identität und um den sozialen Frieden in unserem Land gehen. Oder um die Folgen für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Kaum ein Tag vergeht ohne Meldungen über vergewaltigte oder ermordete Mädchen und Frauen. Oft sind die Täter Ausländer oder Passdeutsche mit Migrationshintergrund. Solange die Regierung nicht bereit und in der Lage ist, die Grenzen zu sichern und die Bürger Deutschlands zu schützen, klebt auch das Blut von Opfern wie das der jungen Susanna, eines der jüngsten Beispiele, an den Händen der Regierungsmitglieder. Politische Probleme weisen meist eine länger andauernde gesellschaftliche Fehlentwicklung auf. Wie beispielsweise das geistige Erbe der sogenannten 68er-Bewegung, das uns einen unvergleichlichen Kulturbruch bescherte. So jedenfalls DS-Redakteur Jürgen Gansel in seiner Abrechnung zu 50 Jahren 68er und deren Marsch durch die Institutionen. Wenn das herrschende System nicht mehr reformierbar ist und sich zur Diskussion unfähig zeigt, müssen völlig neue Kräfte die Sache in die Hand nehmen. Wir sprachen darüber mit dem bekennenden Nationalisten Frank Krämer, bekannt durch das Projekt Multikulti trifft Nationalismus, den wir am Rande des Europakongresses der jungen Nationalisten beim DS-Verlag im sächsischen Riesa trafen. Die freie Rede stand bei jenem Kongress hoch im Kurs, bei dem Vertreter zahlreicher europäischer nationalistischer Organisationen vor dem Hintergrund eines anspruchsvollen kulturellen Rahmenprogramms den Schulterschluss probten, aber auch kritische Diskussionen nicht scheuten. Mit den alten Macht- und Funktionseliten des Establishments ist kein Blumentopf mehr zu gewinnen. Wer beispielsweise glaubt, dass mit oberflächlichen Populisten vom Schlage eines Horst Seehofer ein grundlegender Politikwechsel herbeizuführen sei, den müssen wir enttäuschen. Lesen Sie beispielsweise die durch schmerzhafte Klarheit überzeugende Analyse von DS-Autor Moritz Altmann zu den islamkritischen Aussagen der CSU und deren Strategie des Rechts blinken, um dann doch nicht rechts abzubiegen. Langsam sollte es jedem aufmerksamen Beobachter dämmern, dass hinter dem großen Austausch der europäischen Völker nicht etwa eine irgendwie aus dem Ruder gelaufene Asylpolitik steht, sondern ein planvolles, globales Migrationsregime, wie auch DS-Autor Safet Babic auf Seite 7 schreibt. Neben innen- und gesellschaftspolitischen Fragen wartet die Deutsche Stimme auch diesmal wieder mit einem starken geopolitischen Analyseteil auf. Insbesondere das globale Wettrüsten und die Aufkündigung des Iran-Atomabkommens werden hier genau unter die Lupe genommen. Entgegen des in den etablierten Medien erweckten Eindrucks ist Russland bei den Rüstungsausgaben relativ zurückhaltend, während die Politik und die Hochrüstung der NATO-Staaten auf eine gefährliche Konfliktsituation zusteuern. Auch die jüngsten Auseinandersetzungen zwischen Israel und den Palästinensern dürften nicht einseitig betrachtet werden. Im Parlamentsteil der DS berichten wir über die Aktivitäten des NPD-Europaabgeordneten Udo Vogt. Er sagt, wer von Terror spricht, darf zu den Ursachen des Terrors nicht schweigen. Eine deutsche Politik, die den Frieden wahrt, setzt die vollständige und uneingeschränkte Souveränität Deutschlands voraus. Wir müssen uns aus der babylonischen Gefangenschaft in NATO und Europäischer Union befreien, denn beide überstaatlichen Organisationen dienen ganz offenbar nicht der Wahrung des Friedens und sind damit diametral gegen die Interessen Deutschlands gerichtet. Darüber hinaus bietet die Deutsche Stimme auch diesmal wieder Berichte über Aktivitäten und Entwicklungen im Bereich der nationalen Bewegung sowie einen umfangreichen Kultur- und Gesellschaftsteil. Lesen Sie im Panorama über die besorgniserregende Ausbreitung der Spielsucht in der BRD und wie der Staat daran mitverdient. Buchbesprechungen und satirische Kommentare, zum Beispiel zum Phänomen der Marx-Euphorie und den Opfern der kommunistischen Lehre, runden diese Ausgabe ab.
Sie sehen, liebe Zuschauer, die deutsche Stimme bietet Ihnen eine Mischung aus tagespolitischen und kulturellen, historischen, philosophischen und weltanschaulichen Inhalten, ergänzt um fundierte Reportagen aus einer dezidiert deutschen Sicht. Überzeugen Sie sich selbst von der Einzigartigkeit dieses publizistischen Angebotes. Sichern Sie sich noch heute die Juli-Ausgabe der DS sowie zwei weitere Ausgaben für nur 5 Euro oder bestellen Sie gleich ein Jahresabo für nur 29 Euro unter www.deutschestimme.de/abonnieren. Deutsche Stimme, Monat für Monat, die andere Meinung.